Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um den Teil 2 des Ruhestroms. Ich hatte also mittlerweile einen Termin beim Händler. Auf der Hinfahrt dorthin erschien mir eine Fehlermeldung im Bordcomputer und wurde mir auch in der Ford Pass App angezeigt. Die genaue Fehlermeldung blende ich euch jetzt ein. Ja, beim Händler angekommen habe ich dann das mit dem Ruhestrom erwähnt und natürlich die neue Fehlermeldung, die hinzugekommen ist. Das Ganze wurde an Ford weitergeleitet. Ford wusste scheinbar, wo der Fehler liegt, nämlich dass an einer Pumpe ein Stecker wahrscheinlich nicht richtig drauf ist, kein richtigen Kontakt hat oder sonst irgendwas. Das wurde also überprüft und man hat festgestellt, an dieser Pumpe war ein Steckerpin verbogen, sodass sie keinen richtigen Kontakt hatte. Die Pumpe wurde also komplett ausgetauscht. Ich fragte, wozu die Pumpe gut sei. Mir wurde erklärt, dass die Pumpe für die Druckerhaltung des Getriebeöls da ist, während die Start-Stopp-Automatik aktiv ist, also während das Auto steht. Da ich glücklicherweise die Start-Stopp-Funktion eigentlich immer ausschalte, hat es für mich keinen Einfluss gehabt. Aber das zeigt, dass Ford dort eventuell ein Problem hat in der Montage. Man weiß also, dass bei dieser Pumpe oder während der Montage dort ein Fehler passieren kann, und weiß, wie man da Abhilfe schafft. Ist es bei euch genauso? Kann es sein, so wurde mir zumindest mal erklärt, dass die Start-Stopp-Funktion nicht funktioniert? Das muss jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängen, kann aber damit zusammenhängen. Damit Start-Stopp überhaupt funktioniert, müssen ein Dutzend Kriterien, Parameter also erfüllt sein, damit das Auto die Start-Stopp-Funktion wirklich aktiv ausnutzt. Also die Batterie muss, ich glaube, bis zu über 70% geladen sein, Öltemperatur muss stimmen, Motortemperatur muss stimmen, Außentemperatur wird überprüft und, und. Also ganz, ganz viele Faktoren werden überprüft, um dann festzustellen, okay, jetzt macht es Sinn, die Start-Stopp-Funktion zu aktivieren und auch zu nutzen. Also nur ein Hinweis, falls es bei euch wirklich nicht funktioniert, die Batterie in Ordnung ist und sonst scheinbar alle Kriterien erfüllt sind, kann es an dieser Pumpe liegen. Damit es aber an dieser Pumpe liegt, müsstet ihr eigentlich genau die gleiche Fehlermeldung erhalten, dass irgendwas bei euch mit dem Antriebsstrang nicht funktioniert. Also jetzt nicht blindlings zum Ford-Händler fahren und sagen, hey, da ist was, sondern ihr müsst schon die Fehlermeldung erhalten. Okay, das war es im Prinzip zu der Fehlermeldung. Das zweite oder das eigentliche Thema war ja der Ruhestrom. Der wurde überprüft. Laut Ford-Händler liegt er bei 50 bis 100 Milliampere. So, jetzt schauen wir uns mal an, was mir mein Messgerät zeigt. Wir sind also bei, naja, ungefähr 300 Milliampere. Die erste Messung, da waren wir bei 700, 800 Milliampere. Jetzt sind wir bei 300. Ja, es schwankt. Also mal sind es 200, mal 300. Es schwankt die ganze Zeit. Zeigt aber, dass sehr wahrscheinlich dieser Wackelkontakt an dieser Pumpe dazu geführt hat, dass das Motorsteuergerät scheinbar dort irgendein Signal bekommen hat, immer wieder aufgewacht ist, also nicht in den richtigen Standby gehen konnte und somit diese 700, 800 mA, die ich gemessen habe, die ganze Zeit benötigt hat. Jetzt mit der neuen Pumpe sind wir bei immer noch, ich zeige es euch, ja, bei 300, 340 mA. Immer noch ein hoher Wert, höher als das, was die Ford-Werkstatt gemessen hat. Ich habe das Auto aber jetzt mal 3, 4 Tage stehen gelassen, so wie ich es mal übers Wochenende mal ab und zu tue. Und das Auto ist direkt angesprungen. Somit sind wir schon mal einen guten Schritt weiter oder ich bin einen guten Schritt weiter. Das Auto kann also mal getrost circa eine Woche stehen bleiben und es springt trotzdem an. Jetzt ist meine zweite Hoffnung, wir haben ja jetzt Anfang Juli, dass ein Software-Update für das Telematikmodul bald erscheint, um auch dieses in den richtigen Standby-Modus zu versetzen, damit der Ruhestrom tatsächlich dann auf, ich sage jetzt mal, um die 100 mA, 50 mA runtergeht und dann kann man getrost das Auto mehrere Tage, Wochen stehen lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass es nicht mehr angeht.
Also, kurz Zusammenfassung. Bei mir war scheinbar diese Pumpe, dieser Stecker, die Ursache dafür, dass ich so einen extrem hohen Stromverbrauch hatte. Nach dem Tausch der kompletten Pumpe ist er jetzt ja ungefähr bei der Hälfte. Und ich hoffe, wie gesagt, dass mit dem Juli-Update, das bald erscheint, das Telematikmodul ein Update erfährt und dann der Ruhestrom auf, ja, wie gesagt, ein paar Milliampere sinkt. Wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Über ein kostenloses Abo würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.